Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo, ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als ein westliches Horoskop. Was ist überhaupt ein Geburtshoroskop? Das ist wie eine Landkarte und beschreibt unseren Schicksalsweg. Diesem Schicksalsweg ist das goldenen Weg und sollten in diesem Weg zum Gehen, und das wissen wir auch intuitiv, weil unsere Seele kennt diesen Weg, unsere Seele wählt diesen Schicksalsweg aus. Aber wir haben die Freiheit, selbst die Entscheidungen zu treffen. Und wir sind nicht immer auf diesem Weg, weil wir machen oft Umwegen. Manchmal sind wir in einer Sackgasse und suchen wir einen Ausweg. Unsere Seele möchte aber, dass wir in diesem goldenen Weg bleiben. Und es ist klug, auf unserem inneren Stimme hören. Manchmal kommt die Botschaft über Träume. Die Träume sind die Sprache unserer Seele. Wenn wir immer noch nicht hören auf diese Sprache, dann kommen die Krankheiten, die signalisieren auch etwas. Oder kommt kosmischen Einflüsse. Besonders Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Saturn ist der Planet der Schicksal, der Planet der Karma und Gott der Zeit und belehrt uns. Liebe Ezeidera, ich grüße dich, das ist dein Beratungsvideo und ich möchte mich bedanken für deine Treue, ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du siehst in diesem Bild in die Mitte ein Engel. Das ist ein Schutzengel im körperlichen Ebenen, herrschte in diesem Tag, wo du geboren bist. Wir haben noch zwei weiteren Schutzengel. Die zweite ist auf der emotionalen Ebene, die dritte ist auf dem spirituellen Ebene. Das muss alles berechnen. Dein körperlicher Schutzengel ist Engel Melachel nach Kabbalah und hat die Zahl 23. Diese Zahl bringt dir Glück. Engel Melachel ist ein Schutzengel, schützt uns von Eingriffen von außen, befreit uns vor Krankheiten, hilft bei Heilung, schützt uns vor Problemen, lernt uns, respektvoll mit der Natur umzugehen und zeigt die Naturkräfte, besonders Pflanzen und Kräuter, hilft schlechte Gewohnheiten überwinden, weicht uns in die Kräfte der Natur ein. Sein Tugend ist Gesundheit und Segen. In diesem Bild siehst du noch 12 weiteren Karten. Steht geschrieben, erste Haus, zweite Haus und so weiter. Astrologisch nennt man die verschiedenen Lebensbereiche als Häuser. Ich mag diesen Begriff nicht, weil ein Geburtshoroskop zeigt unserem Selbst, die Selbstfindung, unserem Schicksalsweg, das ist für mich eins.
Also ich würde eher so bezeichnen, das ist wie ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten. Also ich werde diese Häuser eher als Lebensbereiche beschreiben. Der erste Lebensbereich zeigt deine Persönlichkeit, zeigt dein Aussehen, zeigt, wie du das darstellst, dein Auftreten und wie wirst du wahrgenommen. Das nennt man Aszendent. In indischer Astrologie nennt man als Lagna. Die zweiten Lebensbereiche sind Gefühle wie Selbstwertgefühl, aber auch Werte und Wertschätzung, aber auch Verlangen, Wertschätzung von anderen. Und in diesem Lebensbereich sind auch die Finanzen. Der dritte Lebensbereich beschreibt unsere Schulbildung, beschreibt auch die Neugier, dieses Wissen, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, also auch Kommunikation, Informationen, Nachrichten, Internet, und zeigt unsere vertraute Umgebung, auch die Kontakte zu Menschen wie Nachbarn, Bekannten, aber auch Geschwister und Verwandten. Dann sind wir in der tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum. Da sind wir im Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das zeigt unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft und unserem Zuhause, aber Themen, was zum Immobilien gehört. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder, unsere eigenen Kinder, auch Enkelkinder, aber auch unsere eigenen Kindheit, diese Erinnerungen, auch das innere Kind. Und hier lernen wir etwas Wichtiges für unser Leben. Die Kreativität, diese schöpferische Kraft von unserem Leben etwas gestalten, in spielerischer Art und Weise, was uns die Kinder auch zeigen, dass wir unserem Leben nicht verspielen. Und so kommen wir zum Lebensfreude. Der sechste Lebensbereich sind die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Der siebte Lebensbereich öffnet den Tor zum Partnerschaft. Und wenn du das betrachtest, die beiden Bilder liegen gegenüber. Das heißt, in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, zeigt den ersten Lebensbereich diese Aszendent. Und in diesem Moment, in diesem Geburtsmoment, schauen wir in einen Spiegel. In dem Moment sehen wir in diesem Spiegel unseren Seelenpartner. Die Männer natürlich ihren Lebenspartnerin, Seelenpartnerin, genau. Also hier spiegelt der Seelenpartner oder Partnerin. Der achte Lebensbereich ist sehr geheimnisvoll. Hier ist es Tod, auch Todesfälle und Erbschaften. Aber auch der Prozess, das Loslassen, gehört auch zu diesem Lebensbereich. Andere Themen werden auch hier zugeordnet, wie Sexualität, weil hier im achten Lebensbereich herrscht Pluto und Pluto steht zum Sexualität in Verbindung. Und das ist ein Prozess des Loslassen, damit wir in Kraft bleiben, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist diese Bewegung,
Die Sexualität gehört auch dazu, weil dadurch entsteht ein neues Leben. Diese Art von Prozesse ist hier verborgen. Ein neues Leben wird entstehen, aber dieser Prozess erleben wir in unserem Alltag immer. Das ist das Loslassen, damit etwas Neues kommen kann. In diesem Lebensbereich gehört auch Ämtern wie Finanzamt oder Versicherungen oder Banken, Investitionen, liegt auch die zweiten gegenüber. Und so spiegelt das etwas, also die Finanzen spiegelt hier auch diese Investitionen. Im neunten Lebensbereich ist Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, auch hohes Studium und auch eine innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Mit 10. Lebensbereich sind wir im Spitze des Horoskopes, das ist das Krone, das Baumes, das Höchste, was man überhaupt erreichen kann. Und hier liegt unsere Berufung. Der Beruf ruft, aber zeigt auch Öffentlichkeit. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche. Bedeutet auch Freundschaften. Und auch Begegnungen mit gleichgesinnten Menschen, wo wir uns anschließen, eine Gruppe von Menschen. Im 12. Lebensbereich sind karmische Themen und Geheimnisse. Alles, was geheim ist, hier ist verborgen. Auch all das, was hinter geschlossenen Türen passiert, und hier sind auch unsere geheimen Feinde. Und hier sind die Ursache der Krankheiten, liegt auch gegenüber von Gesundheit. So ist die Unterteilung. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, den ersten Atemzug ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen. Das war doch die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat in diesem Leben. Du bist ein Kind davon. Und das gibt dir die Ernsthaftigkeit. Du bist auch ernst genommen, weil hier herrscht Saturn. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Und Saturn braucht Struktur, Sicherheit, Stabilität, Halt im Leben. Und Saturn kann auch sehr ernst wirken. Der einzige Nachteil ist, wenn du das Leben zu schwer nimmst. Und hier ist die Lernaufgabe zum Leichtigkeit zu kommen. Der Vorteil ist bei Steinbock, dass sie Ziele haben und sie erreichen ihre Ziele, weil sie haben diese Kraft, sie geben das nicht auf. Egal wie lange das dauert, wie steinig dieser Weg ist, sie haben die Geduld und die Ausdauer. Und so bist du im Leben wahrgenommen, weil das ist dein Auftreten und andere Menschen sehen dich auch so. Die zweiten Lebensbereich öffnet sich den Tor, jeder Bereich hat eine Tür. Ich nenne das immer als geheime Tore. Der zweite Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und hier ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Aber die Tierkreiszeichen Wassermann hat einen Einfluss noch auf deinen ersten Lebensbereich. Die Aszendent ist Steinbock. Also öffnet sich den Tor mit Steinbock, aber kommt ein Einfluss von Wassermann und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Und das kannst du folgendermaßen vorstellen. Die Steinbock-Geborenen haben die hohen Ziele und sie erreichen das. Also die klettern hoch bis zum Spitze des Berges. Die Wassermann-Geborenen
Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, die Wassermann-Energie. Die Wassermann-Geborenen haben dieses Privileg, oben zu sein. Sie müssen sich nicht anstrengen. Sie sind schon oben. Und von oben haben einen Weitblick, einen Adlerblick. Und sie fühlen sich außergewöhnlich, einzigartig. Und sie haben auch tolle Ideen, weil sie sind im Zeit voraus, weil sie zu weit schauen können. Dann kommt noch die Luftelement dazu, die Leichtigkeit. Und diese Wassermann-Energie öffnet sich den Tor mit dem zweiten Lebensbereich, aber hat noch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Das ist eine Mischung von Steinbock und Wassermann. Der dritte Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Fischen, aber hat einen Einfluss noch auf den zweiten Lebensbereich. Und hier ist der Reichtum verborgen. Also die Fischen haben einen Einfluss auf deine Finanzen. Natürlich die Wassermann auch, beides. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen. Der eine schwimmt in eine Richtung, andere schwimmt in andere Richtung. Und die eine Richtung würde ich nicht empfehlen, das ist die Angst und Zweifel und geht nichts voran. Entstehen Blockaden und diese Blockade kann möglich sein, dass du erlebst in Finanzen und in Verbindung zum Bekannten, Verwandten, Geschwister, wenn diese Angst verspürst. Die andere Fisch schwimmt in eine andere Richtung. Und hier ist die Reichtum verborgen, auch die inneren Reichtum. Das ist wie ein Brunnen, da sprudelt was, auch Geld sprudelt hier. Und die ganze Magie besteht daran, dass du ein Bild hast, eine Vorstellung und das kannst du anwenden auf deine Finanzen und auf die Schulungen oder die sozialen Kontakte in deiner vertrauten Umgebung. Oder dass du Schulungen anbietest, ist auch möglich. Also eine Vorstellung, das ist Neptun-Energie, was hier herrscht. Und an diesem Bild vertrauen und das auch glauben und dann loslassen und geschehen lassen. In dem Moment kommt alles im Fluss. Die einzige Blockade ist die Angst. So kannst du deine Finanzen verbessern, weil du hast einen persönlichen Bezug zu diesem Reichtum, wenn du dieses Geheimnis kennst, weil du hast auf von Tierkreiszeichen Fischen einen Einfluss auf deine Finanzen. Die vierten Lebensbereich, dein häuslichen Bereich, öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Widder, aber hat einen Einfluss auch noch auf den dritten Lebensbereich. Die fünfte Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Stier, aber hat auf dem vierten Lebensbereich noch einen Einfluss. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und Venus ist nicht nur die Liebe, sondern Venus ist die Kreativität, die Schönheit, die künstlerische Begabung. Und mit dieser Begabung kannst du schöpferisch tätig sein. Und natürlich auch dein Haus schön gestalten. Gemütlichkeit zeigt auch Stier. Aber die Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass du dich immer wieder durchsetzen musst. Oder dass du diesen Kampf hast in deinem wohnlichen Bereich oder in Nachbarschaft.
weil über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars und das ist der Kriegsplanet. Das muss nicht wortwörtlich nehmen, aber diese Herausforderung ist möglich, dass du dich überall da behaupten musst, weil kommen Aggressionen in deine vertrauten Umgebung und in die Nähe von deiner Wohnsituation. Aber Stier wirkt auch und das ist die Ruhe und die Gemütlichkeit, diesen Einfluss hast auch. Die sechste Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge, aber hat einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Und das ist wichtig, eine Arbeit zu haben, wo du beweglich bist. Du magst nicht, wenn jemand dich einschränkt und du kannst dein Wissen vermitteln und Kontakte zu Menschen. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Krebs, aber hat einen Einfluss auf den sechsten Lebensbereich und das ist etwas Familiäres, gefühlsvoll. Der achte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe, aber hat noch einen Einfluss auf dein siebten Lebensbereich. Und Löwe symbolisiert das Selbst. Und das ist deine Wandlung, deine Transformation, dein Selbstleben, nicht nur das, sondern auch dein Herz, deine Herzensangelegenheiten, weil Löwe steht in Verbindung zum Herz. Der neunte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau und hat einen Einfluss noch auf dem achten Lebensbereich. Die Tor öffnet sich mit Jungfrau, aber beeinflusst noch im achten Lebensbereich. Das ist natürlich Bescheidenheit, Klugheit, kluge Entscheidungen, auch Wissen, ein tiefes Wissen und Heilung oder heilerische Fähigkeiten. Die zehnte Lebensbereich öffnet sich mit Waage, hat aber noch einen Einfluss auf den neunten Lebensbereich. Und Waage symbolisiert die Liebe, Liebe im Ausland. Waage symbolisiert auch die Gerechtigkeit, auch das göttliche Gerechtigkeit und das Gleichgewicht. Die elfte Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion und beeinflusst noch die zehnte Lebensbereich. Und dieser geheimnisvollen zwölften Haus öffnet sich den Tor mit Schütze und hat Schütze noch auf den Freundschaften auch einen Einfluss. Und wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten? So ist die Unterteilung, die einzelne Lebensbereich, jeder Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor. Wenn du mein Tageshoroskopen anschaust, komme ich nicht jeden Tag dazu. Dazu habe ich zu viel Aufträge, aber ich versuche das so weit wie möglich ermöglichen, dass täglich kommt. Bei diesem täglichen Tageshoroskopen zeige ich ganz genau, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, dann weißt du, dann kannst du das einordnen, dann weißt du, welcher Lebensbereich wird gerade aktiviert. Dann kennst du die Bewegungen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Habe ich falsch gesagt. Aszendent ist Steinbock. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Also Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion im 10. Lebensbereich. Und das ist dein Lebensenergie und für dich ist es wichtig, dass du wahrgenommen bist, dass du Respekt bekommst und wäre auch wichtig, deine wahre Berufung zu finden.
Mond befindet sich auch hier im Tierkreiszeichen Skorpion, auch im 10. Lebensbereich. Es war Neumond. In deinem Geburtstag war es Neumond. Neumond bedeutet, dass der Mond unsichtbar ist. Warum? Weil Sonne bestrahlt Mond. Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt den Licht von der Sonne. Und wenn die beiden Lichter, wie in deinem Geburtshoroskop, in gleichen Tierkreiszeichen, fast in gleichen Gradzahl stehen, also exakte Neumond ist, wenn die beiden im gleichen Gradzahl sind, aber ein Grad Orbis ist erlaubt und so nah war diese Annäherung Mond zu der Sonne. Das heißt, es war fast eine exakte Neumondposition. Und in diesem Tag natürlich war Mond unsichtbar. Das heißt, wenn sie sich die beiden Lichter treffen, dann kann die Sonne den Mond gar nicht beleuchten. In chinesischer Astrologie heißt es, dass in solchen Moment ist der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin zieht sich zurück und wird intim. Und du brauchst diesen Rückzug, immer wenn du etwas veröffentlichen möchtest, weil das ist die Öffentlichkeit auch, oder immer wenn du etwas in den Mittelpunkt stellen möchtest, oder dich selbst, oder du möchtest Erfolg und Anerkennung, oder suchst deine Berufung, brauchst erstmal diesen Rückzug. Und bei jedes Mal, wenn es Neumond ist, kannst du dich auftanken, weil das ist deine Energie. Und da meditieren hilft dir. Da verspürst die Kraft, weil du bist ein Kind davon. Und bei diesen Neumondpositionen ist wichtig, die Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit, diese innere Ruhe, innere Kraft verspüren. Und dann kommt die Klarheit und dann kannst du damit ein Tag, zwei Tage später dann in die Öffentlichkeit treten. Weil nach Neumond beginnt die zunehmende Mondphase, also bist in dieser Energie, dass du einiges in Bewegung setzen kannst und machst es sichtbar. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. In Tierkreiszeichen Waage im 9. Lebensbereich. Im Waage, aber im 9. Lebensbereich. Mars ist die Kraft, was du in Bewegung setzen kannst. Mit dieser Energie wehrst du dich auch. Bedeutet aber auch ein Mann. Und dieser Mann, was deiner Vorstellung entspricht, kommt von Ausland. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion im 10. Lebensbereich, aber grenzt die 10. und 11. Lebensbereich. Das heißt, Merkur ist im Skorpion und hat eine Auswirkung auf beiden Lebensbereichen, auch auf 11. auch auf dem 12. Lebensbereich. Hier handelt es sich um Handlungen, Gesprächen, Kommunikation. Und wenn das deine Berufung ist, so wie die Zwilling, auch das hier im 6. Lebensbereich, was auch mit der Arbeit was zu tun hat, das wäre deine Berufung, zum Beispiel Sprache oder Vorträge zum Halten, ein Buch zu veröffentlichen, da hast du die Talente und Fähigkeiten. Jupiter zeigt unserem inneren Größe. Jupiter zeigt auch die Weisheit und Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, vertritt die göttliche Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen
auf Ungerechtigkeiten und Jupiter befindet sich bei dir in der Tierkreiszeichen Jungfrau im 9. Lebensbereich. Jupiter bringt auch Glück. Also das kann bei dir sein, dass du im Ausland Glück hast. Im 9. Lebensbereich wirkt Jupiter. Jupiter hat auch einen Bezug zu Spiritualität, religiösen Themen, hohen Bildungen und genau in diesem Platz sind auch diese Bildungen, diese höheren Wissen, steht mit Jupiter in Verbindung, hast diese Fähigkeiten auch. Venus ist das weibliche Energie und die Frau zeigt aber auch Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schützen und hat diesen Grenzbereich zwischen 11. und 12. Lebensbereich. Also wirkt Venus auf den beiden Lebensbereichen. Schöne Freundschaften, dann Hoffnung an die Liebe und die Geheimnisse. Und das möchte ich erklären, was bedeutet Venus hier in diesem Bereich. Als erstes sei geheimnisvoll. Oder bist du so wahrgenommen, bist geheimnisvoll. Oder hast du deine Geheimnisse. Bedeutet auch bei Liebesangelegenheiten, dass du nicht jedem vertrauen sollst, weil hier liegen auch die geheimen Feinde und das sind weibliche Personen. Venus ist weiblich, also kann ein Hinweis sein, dass du Neider hast oder werden sie dich verraten. Also bewahre lieber deine Geheimnisse. Hier hast du eine Aufgabe. Und das erkläre ich ganz genau, warum. Weil das sind karmische Themen. Natürlich bedeutet auch karmische Liebe, ganz klar. Aber bedeutet noch etwas. Vor du geboren bist, kurz davor, sagen wir mal etwa eine Stunde vor deiner Geburt, ist die Tierkreiszeichen Schütze mit Venus in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Du warst aber noch gar nicht geboren und hast diese Energie, weil das ist ganz nah. Wie diese Venus-Energie umhüllt dich, ist bei dir und du bist noch im Mutterleib. Natürlich erfährst du viele Geheimnisse. Das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Und da hast du auch diese Begabung. Deine weibliche Energie zeigt das dir. Und das ist wundervoll, das macht dich auch als Frau sehr geheimnisvoll. Es gibt aber einen einzigen Nachteil, dass dieser Planet Venus fühlt sich so, wenn du gar nicht geboren wäre, wenn das alles noch im Verborgenen wäre, wie in einem Mutterleib, man fühlt sich übersehen. Und das erlebst du als Frau, dein Gefühl sagt das, oh, jetzt war ich wieder nicht wahrgenommen, jetzt war ich wieder übersehen. Dann verstehst du, warum ist das so? Und die Aufgabe ist wie eine Neugeburt, wie eine neue Identität, deine weibliche Energie geboren werden lassen. Das ist auch ein Prozess, die Veränderung. Saturn. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und grenzt die 10. und 11. Lebensbereich. Das heißt, dieser große Lehrmeister zeigt dir etwas. Hier hast du Lernaufgabe. Vorsichtig sein mit Freundschaften, besonders mit Venus, besonders mit Frauen.
dann bedeutet auch, such deine wahre Berufung oder dein Talent, deine Fähigkeiten, bring bitte ins Licht, in Öffentlichkeit. Uranus ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet karmische Themen. Uranus ist im Tierkreiszeichen Krebs und öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Im siebten Lebensbereich. Uranus bringt ungewöhnliche Begegnungen, außergewöhnliche Situationen und sorgt für Umbrüche und Veränderungen. Neptun ist in Tierkreiszeichen Waage im neunten Lebensbereich. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben. Das sind die Träume. Die Träume, die Visionen, auch Traumbilder, steht zum Bereich Neptun. Das kann wirklich traumhaft schön sein, aber manchmal wirkt es so undurchschaubar, unklar und führt dazu, besonders wenn wir dieses Vertrauen nicht haben auf unseren Träume, dann fühlen wir uns ein bisschen enttäuscht. Aber in erster Linie geht es um Kunst, Kreativität, Inspiration. Neptun steht zum Inspiration, die Träume zum Leben. Und das im Ausland. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und zeigt in inneren Kraft. Und das ist auch ein Prozess der Transformation hier im achten Lebensbereich. Dein inneren Kraft bleiben ist auch die Sexualenergie, also die Sexualität leben. Pluto steht für Sexualität. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Mond bewegt sich täglich etwa 13 Grad. Das heißt, dieser 12 Lebensbereich ist in kleineren Abschnitten unterteilt, was die täglichen Mondbewegung zeigt. Und hier kommen die Einflüsse von Fixsternen und geben zusätzliche Informationen. Aber bevor ich die Mondhäuser erkläre, möchte ich dieses gesamte Bild nochmal erklären. Diese Lebensbereiche wirken auf dich auf, besonders wenn die Bewegung, die Planeten eine oder anderen aktiviert. Was für dich aber persönlich wichtig ist, deinen persönlichen Lebensbereiche, ist die Partnerschaft, ist die Transformation, ist Schulungen, eine hohe Bildung, Spiritualität, Ausland. Dann die Öffentlichkeit, Respekt, Berufung, Freundschaften und Geheimnisse. Das sind die Lebensbereiche, was für dich persönlich wichtig ist. Aszendent oder Lagna im Steinbock. Hier auf dein Aszendent, auf deine Persönlichkeit wirkt Altair. Altair ist die Hauptstern, der Sternbild. Jetzt muss ich nachdenken. Adler, genau, Adler. Es gibt ein Sternbild im Himmel im Bereich Wassermann und Steinbock und dieses Sternbild heißt Adler. Und die Hauptstern von diesem Sternbild ist Altair und diese Altair bestrahlt dein Aszendent, wirkt auf deine Persönlichkeit. Es gibt im chinesischen Mythologie eine schöne Liebesgeschichte dazu Altair und Vega. Altair, die Hirtenjunge, und Vega ist die Fee von Himmel und diese Fee verliebt sich an diesem Altair, kommt auf die Erde, sie verlieben sich,
sie wird als Weberin, sie heiraten auch und dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin entdeckt, dass diese Fee auf die Erde ist bei den Menschen und dann holen sie wieder zurück in den Himmel und die beiden sind getrennt, Altair und Vega, tatsächlich trennt die Milchstraße die beiden Sternen. Und in die Mitte ist ein drittes Sternbild und das ist der Schwan. Und die Hauptstern von diesem Sternbild Schwan ist Deneb. Und Deneb hilft und baut eine Brücke aus Schwanen über die Milchstraße. Und in dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Und weil das in deiner Persönlichkeit wird, das heißt, eine große Liebe kennst du von früheren Leben und dann wart ihr zwischendurch getrennt und es kommt jetzt eine Brücke, es wird eine Brücke gebaut und ihr kommt wieder näher, weil ihr trifft auf diese Brücke aus Schwanen. Bedeutet auch Brücke bauen zu ihm oder er baut Brücke auf dich. Sonne, Mond, beide in Tierkreiszeichen Skorpion, nur ein einziger Grad Entfernung, also fast exakt Neumond. Und hier ist ein Mondhaus, was wirkt. Mond befindet sich durch diese 1 Grad Entfernung noch ein anderen Mondhaus als die Sonne. Und dieser Mondhaus heißt Vishakha und das ist eine Feuergöttin. Und das bedeutet, alles verbrennen, hinter sich lassen, was im Weg steht, den Weg frei zu machen. Das ist die Mondenergie. Und Mond nähert sich schon die Sonne, das ist nur 1 Grad Entfernung. Und dann Mond ist schon in diesem Grenzbereich befindet, noch im Vishakha, was diese Feuergöttin ist. Und Sonne befindet sich schon in einem anderen Mondhaus. Und das bedeutet Anuradha und das ist das Glück. Das ist das glückversprechende Mondhaus. Die indischen Astrologen sagen auf Elefanten reiten. Also das heißt, dieser Mensch hat Glück im Leben. Der, wo in diesem Mondhaus geboren ist, so wie du, hat Glück im Leben. Aber erstmal vor dem Mond erreicht die Sonne. Das bedeutet Mond nähert sich auf die Sonne, 1 Grad Entfernung, dann ist das exakt Neumond. Die Sonne ist in diesem Glücksmondhaus und die Mond ist noch in anderen Mondhaus im Grenzbereich in diesem Vishakha. Das heißt, du erreichst dieses Glück dann, wenn du diese Feuergöttin, was auch eine Reinigung ist, beherzigst, alles verbrennen, hinter dir lassen, was im Weg steht. In dem Moment ist der Weg frei. Kommst zusammen mit der Sonne in diesem Mondhaus Anuradha und das bedeutet das Glücksversprechende. Mars ist eine männliche Energie und das haben wir Frauen auch. Mit dieser Energie behaupten wir im Leben, in Tierkreiszeichen Waage. Das ist nicht so einfach, weil Waage kann nicht so gut sich behaupten, Waage kann nicht aggressiv sein, weil Waage sucht immer die Harmonie und die Schönheit. Aber wenn du deine Kraft einsetzt auf Richtung Schönheit, Kreativität, dann kommt das in Entfaltung. Mars bedeutet auch der Mann. Wie stellst du den Mann vor? Natürlich muss gepflegt sein, feinfühlig sein oder sogar schön sein. Merkur, noch zurück zum Mars, genau. Mars ist im Waage, dieser Mondhaus heißt Swati. Übersetzt bedeutet das Swa selbst, Ati Seele und wirkt auf diese Mars-Energie, das heißt, lebt dein Selbst und dieser Mann ist deine Seele, Seelenpartner zeigt diese Position. Merkur ist der Planet der Handlungen, Kommunikation, ist im Skorpion und befindet sich in Jeshta und das bedeutet Weisheit, Respekt und Anerkennung. Jupiter zeigt deine Größe,
befindet sich im Jungfrau in einem Mondhaus und das heißt Chitra, wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau, wurde bei Römer sehr verehrt. Das bedeutet, es trägt Früchte. Und das ist ein Glück. Und hier in diesem Bereich Ausland. Das trägt Früchte. Venus ist eine weibliche Energie. Du als Frau befindest dich im Schütze. Und dieses Mondhaus bedeutet Purva Shada, und das ist die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, und sind hier die Wünsche und Sehnsüchte. Und Schütze bedeutet auch Ausland. Schütze symbolisiert die großen, weiten Reisen, also Ausland. Du findest die Liebe im Ausland, und das ist die Zentrum, weil daran liegt deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Saturn belehrt, ist in Tierkreiszeichen Skorpion, das ist dieselbe Mondhaus wie Merkur-Energie und das heißt Yeshta. Respekt verlangen von anderen, Erfolg, Lob, Anerkennung, Respekt. Das wirkt auf deine Berufung, das heißt, wenn du wirklich überlegst, ob du Schulungen anbietest oder Bücher veröffentlichst, das wäre deine Weisheit, das kommt im Ausdruck und dadurch bekommst du Respekt, Anerkennung, Lob. Es gibt zwei Mondknoten. Einmal Ketu und das bedeutet alte Karma, alte karmischen Erfahrungen. Und das hast du in Tierkreiszeichen wieder gemacht. Da hast du die Kraft gezeigt, dich zu behaupten, dich durchsetzen im Leben. Und das hier in diesem Bereich, das erinnert dich an die alten Karma, die Verwandten, deine vertraute Umgebung, Bekannten und deine Wohnsituation, deine Herkunft. Da fühlst du dich verankert, verwurzelt, da bist du vertraut, weil das hast du schon im früheren Leben schon erlebt. Da findest du deine eigenen Kraft und kannst du dich behaupten. Aber deine Seele möchte eine neue Richtung und das ist genau hier im anderen Bereich, Ausland und Transformation. Das ist der Richtung, dein karmischen Weg, was deine Seele ausgesucht hat. Und das ist im Tierkreiszeichen Waage. Und Waage symbolisiert Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit und die Liebe. Das ist ein karmischer Weg. Es ist ein Neuland, also erstmal hat man vielleicht ein bisschen Bedenken, wird das alles gut gehen, man kennt sich das noch nicht, aber das ist dein Schicksalsweg, was deine Seele ausgesucht hat. Uranus ist rückläufig, hier kommen karmische Themen im Krebs. Dieser Mondhaus heißt Ashlesha, bedeutet übersetzt umklammern, umschlingen und tatsächlich Schlange ist als Symbol für dieses Mondhaus und diese Schlangenenergie ist die Kundalini-Energie und das ist zwei Richtungen. Die eine Schlange zieht alles nach unten und das ist die Angst und davon sollte man befreien und dann geht die Energie nach oben und das ist eine Heilung, das ist eine heilende Energie. Und dieser Mondhaus Ashlesha bedeutet auch trennen, vereinigen. All das, was du gar nicht willst, so wie Vishaka, diese Feuergöttin, auch sagt, verbrennen, hinter dir lassen. Das heißt loslassen, trennen davon und vereinigen, das befestigen, was für dich wertvoll ist. Neptun ist die Inspiration, natürlich künstlerische Begabung, die Träume, ist im Waage, da hast du diese Begabung, die Kreativität, Inspiration. Und dieser Mondhaus heißt Swati und diese Swati bedeutet selbst und die Seele. Also steh zu dir selbst und alles, was deine Seele ist, auch deine Talente, Fähigkeiten, bring das im Ausdruck.
Pluto zeigt die innere Kraft, das ist im Löwe, und in ein Mondhaus, und dieser Mondhaus heißt Makka und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, ist immer, vertritt Könige, Herrscher, Könighäuser, und das ist deine innere Kraft. Du bist die Göttin in dir, also lebt diese Königin, befreie dein Venus, mach das sichtbar. Das ist die ganze Transformation. Pluto mit Löwe, mit diesem Makka und Regulus-Energie ist im Bereich der Transformation. Welche Verbindungen hast du im Geburtshoroskop? Weil Sonne, Mond und die Planeten, die kommunizieren miteinander, das ist wie ein Netzwerk. Und Merkur hat einen guten Einfluss auf deinen Aszendent. Das zeigt deine Intelligenz und deine jugendliche Frische und die Bewegung. Venus hat einen guten Einfluss auf deinen Aszendent. Das ist deine Weiblichkeit. Und bei Aszendent natürlich so bist du wahrgenommen. Das gehört zu deiner Persönlichkeit. Venus steht in guter Verbindung zum Merkur, das ist die Begabung der Sprache, das Schreiben, das sind deine Talente, das ist deine Kunst. Merkur steht in Konjunktion zum Saturn, Merkur, Saturn stehen zusammen, wirken auch zusammen, also nimm das bitte ernst, diese Talent in dir, deine schriftstellerische Begabung. Saturn bestrahlt positiv dein Aszendent, gibt dir diese Halt, Sicherheit, auch dieses Bedürfnis, das zu verwirklichen. Saturn steht mit Merkur sehr gut, das ist diese Konjunktion, genau. Saturn steht sehr gut zum Venus, das Saturn ist auch Karma, karmischen Begegnungen und das verspricht eine karmische Liebe. Sonne, Mond im Konjunktion, das ist Neumond, die wirken auch zusammen, also das heißt, du bist im Neumond geboren. Und Mars steht in Konjunktion zu Rahu, Mars ist der Mann und Rahu ist der karmische Knoten, diese neue Richtung, was deine Seele ausgesucht hat. Das heißt, dieser Mann spiegelt dich, komm zu mir, das ist dein Weg, das ist dein Schicksalsweg. Und das im Waage, was auch die Harmonie, Schönheit und Partnerschaft symbolisiert. Liebe Esaidera, das war diese Horoskop-Analyse. Es kommt aber noch ein zweiter Teil, eine zweite Aufnahme für Jahreshoroskop 2019. Ich bedanke mich dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.